Einen ganzen Tag nur im Kaufhaus essen? Let's go! Das Kaufhaus unserer Wahl ist das KDW, ein Luxuskaufhaus in Berlin, das unter anderem bekannt ist für seine Food-Etage. Mein Frühstück ist ein Berliner Pfannkuchen mit Erdnussfüllung. Halleluja, war der gut! 8 von 10, Leute! Zum Mittagessen geht's dann zum italienischen Stand. Ich esse eine Trüffelpasta für 25 Euro. Sie ist perfekt al dente, mega cremig und super trüffelig. 10 von 10. Nachmittags geht's zu Berlo, einer Berliner Brauerei. Und ich versacke mit einem Craft Beer Tasting Board und Soleiern. Beides nice. Bis es Zeit fürs Abendessen ist. Es gibt deutsche Küche with a twist. Zum Beispiel Spitzkohl mit frittierten Semmelknödeln. Aber auch eine Burrata. Und oh ja, frittierte Semmelknödel sind so geil. 9 von 10 würde ich sagen. Und zu guter Letzt gönne ich mir noch ein 4-Pack Berlo Bier für zu Hause. Und für mehr Food Challenges in Berlin folgt mir gern.